Hallöchen, willkommen zurück zu Transistor. Wir sind hier am, ja, nennen wir es mal Scheideweg. Wir könnten nach rechts oder nach links. So. Wir gehen mal hier lang. Hä? Okay, immerhin ein Terminal. Geschützte Nachrichten, die dekodieren wir natürlich gleich mal. Right around here, geographically speaking. Although geography was only one small factor, there was also the math. Awful lot of math involved. Wasn't entirely myself when I found it, you might say. Sometimes I think I didn't find it at all. More like the other wise around, you understand? Ah, ich stelle mir jedes Mal, wenn ich die Stimme höre, Donald Trump vor, wie der das sagt. Und das ist so... It was a whole lot of math involved. Oh. I didn't find it. It found me. Oh, jeez. Deswegen muss ich auch zwischendurch lachen, weil ich mir diese Fresse vorgestellt habe, wie er das sagt. Völlig, völlig wir. So wie es halt, ja. So auch der Fall ist. Okay. Werde heute Nacht wieder hineingehen. Diesmal bin ich mir hundertprozentig sicher. Hab es rausgefunden. Morgen wirst du es auch sehen. Aufregende Zeiten, aufregende Zeiten. Wir archivieren das. Zuletzt gelesen vor einem Jahr. Either way, now you're stuck with it. Wir archivieren das einfach für die Nachwelt. Und das war's dann hier oben? Na gut, dann gehen wir doch mal zurück. Other way now. Ja. Das ist mir schon klar, dass ich von den zwei Optionen dann die zweite Option wähle. Mensch. Er ploppt aber auch einfach instant auf, ne? Oh. Stabi-Test ist bereit. Ich guck da einmal jetzt ganz kurz rein. Ich mach von den Tests nicht wirklich was. Planungstest gibt's, glaube ich, keinen. Oder doch? Den Planungstest mache ich. Weil da musst du dann eigentlich nur einmal durchplanen und dann passt das. Hoffentlich kriegen wir das hin. Okay, Planungstest 5 von 7. Terminiere Prozess in einem Turn. Moment, das ist... Okay, das ist direkt bei uns. Moment, das würde... Ach, die haben nur 400 von 500. Das macht denen so viel Schaden? Wieso das denn? Na ja, die kriegen davon... Die kriegen davon keinen Schaden? Doch, wenn ich näher dran bin, schon. Ach, und je weiter weg, umso mehr Schaden kriegen die, okay. Oh, was, oh, wie machst du das denn? Warte mal. Ach, weil er versetzt ist. Moment, da müsste man weiter nach hinten schießen, oder wie? Ich bin etwas verwirrt. Wir gucken jetzt erstmal, was bei rumkommt, wenn wir das so machen und so. Ach, die... Okay. Die sind reingepult worden. Okay. Naja, habe ich nicht gesehen, dass die gepult werden. Ich dachte, die werden zurückgeschleudert. Naja, aber es ist interessant, was man mit dem Planungstool alles machen kann. Wenn man die nötigen Sachen hat. Oh. Und noch mehr Planung. Okay, also die Planungsdinger mache ich gerne. Das ist wie so ein kleines Puzzle. Das andere ist ja eher, naja, nicht so meins. Survival time.
Ja, ja. Ein Turn. Alter, wir haben da so viele Möglichkeiten für. Warte mal, das müsste doch hier so ein Bällchen sein, oder? Ja, das ist Flirt. Das müsste doch dann eigentlich... Das machen wir zweimal. Da steht zwar geschützt, aber das passt schon so. Wir machen das einfach mal. Mal gucken, was passiert. Yep. Das hat ja auch mal hingehauen. Easy. Nice. Yep, Vanishing Point haben wir freigeschaltet. Krass, wie ich das rausgefunden habe, was das heißt, ne? That's a wrap. Oh, noch nicht verfügbar. Schade. Den machen wir den letzten demnächst auch. Dann hauen wir einmal auf den Ball. Und guck mal kurz, was ich für eine Idee dabei rumkommt. Bin gespannt. Was erzählt er uns? Just about enough for Royce's lectures back there. But if he says he can make the process go away, I guess we gotta hear him out. Okay. Sitzen meine Wimpern? Ja, ja, alles Paletti. Goodie. Ready for us, Royce. Dann auf zu Royce. Auf zu Royce. Wunderbar. Oh, noch ein Terminal. Hey. All the Camerata's targets. And me. Das weiß ich schon, bevor wir das dekodiert haben. Funny things about the transistor. Let's see. You can get in, but you can't get out. How about that? You can get in, but it's a one-way street, a one-way road. It's like the country. You don't just go for a visit, you go for good. Okay. Zielpersonen mit einem gewissen Status, deren völliges Verschwinden plausibel erklärt werden können. Okay. Neola Chain. Flatter-Anwalt hinter Goldwalk. Wave Tannigan. Oh. Alter, wie ist es in Deutsch-Englisch gemischt? Also Sender? Also Sender? Hä? Maximilias Darcy. Tuch immer in den Nachrichten. Und schau mal, Shesberg. Mutig oder dumm oder so. What the f... What do they know anyway? Huh. Naja. Hauptsache mal archivieren. Und dann... Sind wir immer noch nicht am Ende. Aber das sieht nach gefährlichen Kampfzeugs aus. Moment. Das hat uns jetzt wirklich instant... Das hat uns instant den ganzen Live-Balken weggezogen? Prostmahlzeit auch. Prostmahlzeit. Flat macht nur 40 bei dem? Uff. Okay. Wieso macht der nichts? Hat er keine Angst vor uns? Okay, Crash meucheln, dann nehmen wir doch hier mal die Schose.
Oh, da ist eine Frisur. Piu, piu, piu. Also das mit Tap ist schon nice. Oh, oh, noch einer. Dem seine Frisur mag ich auch nicht. Okay, wir müssen vor der Frisur aufpassen, ansonsten kriegen wir wieder irgendwas. Oh ne, passt. Ist weggesprengt worden. Schnieke. Level up. Getting warmer. Neue Funktionen. Void. Verstärkend depressiv, lähmt Angriffe und Verteidigung des Ziels. Wird dreimal angehäuft. Mhm. Verstärkt Wirksamkeit und Effekte. Oder jede Funktion macht mehr Schaden im passiven Slot. Okay. Kal, destruktiv kinetisch, schlägt Ziele in der Nähe mit enormer Kraft nach oben. Ja, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Verlässt die Ziele durch Kontakt während der Ausführung von Turn. Hm. Ja, dann nehmen wir lieber das da. Vielleicht als passiven Ding. Oh, halt, das müssen wir. Komm, dann nehmen wir das Passive. Ja, den Begrenzern ist es wurscht. Da habe ich echt keinen Bock, die okay, you're almost here. Zu benutzen. Almost here. You ready? Funny, I'm beginning to get a little nervous. So, come on now. Come on. Ja, ja. Wir sind unterwegs, aber lesen erstmal. Okay, den Begrenzer, den neuen, das passt schon. Moment, können wir Begrenzer hier noch irgendwie prüfen? Nee. Aber irgendwo gibt's hier noch... Jo. Anhörung. Aufgrund ihrer Neigung, sich mit historischen Sachverhalten zu beschäftigen und deren Wahrheitsgehalt zu prüfen, konnte sich Miss Dilland bei der Bewertung möglicher Entscheidungen für die Zukunft auszeichnen. Für ihre Objektivität und ihre Fairness war sie hoch angesehen. Jedes Mal, wenn eine neue Bürgerinitiative vorgeschlagen wurde, konnte Miss Gilland relevante historische Daten aufführen, die die Initiative in einem größeren Zusammenhang erschienen ließen, worauf die Beteiligten letztendlich selbstbewusst fortfuhren. Sie wurde zu einer der besten Beraterinnen der Verwaltung. Aus diesem Grund war sie auch trotz ihrer Haltung gar nicht überrascht, als sie eine Einladung zu einem Privatbankett erhielt, bei dem die Personen geehrt werden sollten, die sich am meisten um die Stadt Cloudbank verdient gemacht hatten. Oh, warte mal kurz. Geschlecht X? Okay. Alles klar. Asher Kendrell stood for the Camerata's cause to the bitter end. Das ist Asher Kendrell gewesen. Neuer Passivslot verfügbar. Jo. Den wollte ich auch ansteuern. Ich wollte nur gucken, was haben wir denn hier drin? Oh. Ja. Können wir das austauschen? Nope. Aber rausnehmen. Machen wir mal. Das Problem ist, dass wir den jetzt auch noch drin haben. Pakete spawnen automatisch. Das ist auch so eine Sache. Das bist du, oder? Nee. Ach, hier drüben. Okay. Dann packen wir doch den hier rein. Und was machst du noch? Du hast zieht Zellen schneller und aus größerer Entfernung ran. Das könnte gut sein. Macht dich nach Eliminierung eines Ziels unsichtbar und schneller. Hm. Erhöht die Entfernung jeder Verwendung von Turn. Die Entfernung? Wir ziehen lieber die Sachen schneller an. Ach, scheiße, die ist schon irgendwo eingebaut. Ah, stimmt ja. Stimmt ja. Okay. Ach, fuck, den haben wir... Moment, der ist schon im Passivslot drin? Nee. Doch. Ach, da oben rechts. Ja klar. Freilich ist er schon drin. Oh. Das wäre auch interessant als Passiv.
das auch. Oh, da gibt es so viele schöne Spielereien. Das mit dem Superuser habe ich auch noch nicht ganz durchblickt, was das ist. Komm, wir machen die automatische Vergeltung. Ja, dann passt das jetzt auch wieder. Aber hier steht aktualisierte Funktionsdateien. Oh, immer noch einer. Wo haben wir denn noch was mit Funktion prüfen? Haben wir nicht. Auch keine Begrenzer, die wir zum Prüfen haben. Ach, keine Ahnung, warum das denn hier angezeigt wird. Crap. Ja, gehst du vor? Okay, du willst da lang, dann gehen wir doch erstmal hier hin. Gibt's hier was? Ungewöhnliche Struktur. Everything around us. Washing away. Okay. Alles klar. Danke für die Info. Must be the place. Hi, Royce. If you can hear me. Uff. Welcome. Come in. Inside my studio. I'm quite unarmed, as you can see. And it's safe in here, relatively. Safe. Yeah, at least for now. Okay. Done. Here's the thing. Now, if the transistor doesn't go back in its cradle, then why? You and I both. But we just won't be anything anymore in a little while. You, me. Oh, oh. And the rest of this town. Okay, puh, lässt mich doch durch. Oh, please, don't let my work go to waste. Oh, müssen wir uns jetzt entscheiden? Mir gefällt es nicht, dass der hier die full disclosure here, which is Kontrolle hat. Positively certain 100% that this will work, which is transistor plus cradle equals no more process. No funny business. Okay? No funny business, we'll just take okay? It one thing at a time. One topic at a time. Look, if this was all just some kind of ruse on my part, I mean, how base? Why would I lead you all this way? I'll level with you. Yes, I would like it. Not very much, if you must know, but you know what? This is it then. You know what you have to do. Okay. Dann stecken wir das wohl rein. Look, no matter what happens, just I love you. Ich dich auch. You know that, right? Ja. Let's see. The good news. Well, the process. I think we got it. What the fuck? Contained it. So, the town is going to be all right. It's just, well, someone's going to have to rebuild. But we flew a little close to the flame there, so now we're here, not there. We're stuck. And unfortunately, the only way back that I'm aware of is mich zu töten. Unpleasant. Oh. So, let's get this over with. Bereiten Sie sich. Was? Bereiten Sie sich? Bereiten Sie sich zu? Okay. Ich habe mal eben Salz und Pfeffer und. Nein. Hat er mir jetzt echt alles wieder rausgeworfen? Ja gut, wir haben...
Haben den Transistor ja auch wieder rausgedüttelt. Okay. Dann. Sprinten. Komm, wir erhöhen auch mal den... Die Schabul, das könnten wir eigentlich auch... Das könnten wir auch aktiv nutzen. Ja, nehmen wir das mal. Das zum heftig angreifen. Erhöht die Stärke der meisten Funktionen beim Meucheln. Beschleunigt die meisten... Warte mal, das... Was packen wir denn hier noch auf A? Okay, machen wir den. Machen wir den. Die Geschwindigkeit, was auch immer das heißt. Turnkostenreduktion. Oh. Sehr gut. Dann erhöhen wir hier die Stärke. Ja, unser Speicher ist langsam voll. Oh, betäuben könnten wir hiermit auch gleich noch mit reinnehmen. Schnieke. Von ihrer Position wegziehen. Das könnte man eigentlich noch mit den Granaten reinmachen. Okay, pass auf. Ups, machen wir jetzt bei den Granaten mit rein, dass die ziehen. Anhaltender zerstörerischer Effekt. Jupp. Noch ein Schadeffekt? Ja. Okay. Warum nicht? Dann haben wir jetzt noch 3. Was machst du? Erhöht den Effektbereich. Oh. Ja, das wäre bei ihm hier auch nice. Zielschaden 50. Explosionsradius? Wir explodieren, wenn wir das machen, oder? Oh komm, lass uns das mal machen. Okay. Gib ihm, oder? Who gets to go first? How about me? Ich kann ja gerade nichts machen. Let's see. Was macht der da? Okay. Goodie. Dann schwächen wir den doch dreimal. Hauen ihn in den Rücken. Zack. Angeblich ist er tot. Didn't care for that. Mir doch egal. Okay, du Spargo, wenn dir das egal ist. Ja, warte mal, brauchen wir gar nicht. Wir können ihn einfach herziehen. Hihi. Das ist nice. Was Void und zerstört? Na, was auch immer. Alter! Na? Okay, that hurt. Weißt du, was auch wehtun wird, dass ich jetzt zuerst dran bin? Aber er bleibt. Er hat da noch 2?
Okay. Bemerkenswert, ne? Oh, was sind denn da unten für Viecher oder für Menschen? Oh, gerade noch hier ausgewichen. Was, er hat ja ein Paket hingelegt, das habe ich gesehen. Nice. Impossible. No, no, it can't. It can't be. God, please don't be God. Please, don't. Okay. We got away. Hey, do it. We got away. Drei Blöcke zum Lesen. Vier. Lese, Schreibzugriff. Oh. Oh. Wir bauen die City wieder auf. This whole town. I guess it's yours now. A blank canvas. Uh-huh. And you still have the brush. Better you than the Camerata. Mm-hmm. Wäre einfach so summen. Nö, ist gerade nicht möglich. Kriegen wir auch unsere Stimme wieder irgendwann? So where do you want to start? Head back to your place in the high rise. Fits of gold walk. Junction Chance. All the drinking joints in the canals. Auf jeden Fall Junction Chance. What are you thinking? Wir brauchen Pizza. Oh. Hey. Sollen wir deine Leiche wieder hier spawnen lassen? Hey! Not anymore. I'm still with you. But I'm not getting out of here. Hey. What are you doing? Ich knuddel dich. Wait. Wait, wait. What are you doing? Red. Don't you do it. Don't you dare. Don't do this. Please. If you do this, then please don't. What the fuck? Wait. Red! Red. No. Red. What? What? Seconds march into the past. What? Moments pass just like that. Seriously? Ja, Brustmahlzeit auch. Ja, ich bin da jetzt gerade ein bisschen baff. Also damit habe ich nicht gerechnet. Aber sie hat ihre Stimme wieder. Und die beiden sind im Transistor zusammen vereint. Wenn es nicht anders geht, wenn es nur eine Einbahnstraße ist. You can run, but you can't.
Oh Mann. Aber schön, dass man hier Erinnerungen sieht von den beiden. Wirklich klasse, dass man da so ein bisschen, ja, ein bisschen was aus dem Leben von Red sieht. Okay. Wenn das schon das Ende sein sollte, Fazit vom Spiel. Storymäßig interessant. Vom Spielprinzip her auch. Ich glaube, da kann man sehr viele Sachen machen. Oh. Hi. Hey. Hey. Ja, Stimme ist wieder da. Es scheint nicht so schlecht im Transistor auszusehen. Kleines Farmhaus. Ein paar Weizenfelder hier. Beide sind happy. Also, Spielprinzip super interessant. Da kann man sich ja tiefgründig irgendwelche, oder nicht tiefgründig, sehr tief in die Materie eintauchen, um Sachen zu kombinieren. Aber ich fand das Spielgeschehen, es fühlte sich von Anfang bis Ende an sehr schwerfällig an. Es war jetzt nicht so, naja, der Flow war einfach nicht da, zumindest bei mir. Also wenn jemand das Spiel gedaddelt hat und gesagt hat, oh krass, ich bin da voll aufgegangen und das war in einem Flow und ich habe mich hier so richtig drin gefühlt, schön, ich nicht. Ich fand das alles so ein bisschen, ja, nicht ganz so cool. Bastion war jetzt auch nicht unbedingt so, ja, fast-paced. Aber das ging leichter von der Hand. Oh? Entweder zur Tanke oder die Rekursion? Rekursion müsste es einfach heißen New Game Plus und Shell das Hauptmenü? Ich probiere es mal aus zu Shell. Danke für die Verwendung des Transistors. Die Option Rekursion steht bei deiner Rückkehr zur Verfügung. Vorübergehend abmelden. Ja, dann hat er auch mal das Spiel ganz ausgemacht. What the hell? Ich gucke jetzt mal einmal ganz kurz, was diese Rekursion ist. Und nimmst du... Ja, passt, ist wieder da. Das interessiert mich jetzt auch noch ganz kurz. Ich denke mal, das wird jetzt einfach nur ein New Game Plus sein. Ach, das ist das neue Hauptmenü, oder wie schaut das aus? Okay. Dies startet die Geschichte neu. Benutzerlevel und Funktionen werden aber beibehalten. Der Prozess wird dem Rechnung tragen. Ah, okay. Man hat hier volle Power, aber auch Stärke reingeknappt. Okay, machen wir nicht. Mir reicht da eine Story-Durchgang. Fazit. Bastion hat mir besser gefallen. Das erste Spiel. Das war das zweite von Supergiant Games. Und ich finde es... Ja, ich find's okay. Ich find's okay. Vor der Story was Neues, interessante Charaktere, interessantes System. Aber das Kampfsystem hat mir überhaupt nicht zugesagt. Goodie. Hoffen wir, dass morgen schon Paya
das dritte Spiel von Supergiant Games ein bisschen besser von der Hand geht. Also, wir sehen uns morgen. Neues Spiel, gleicher Entwickler. Bis dann, ciao.